So, ich bin schon mal im Sumpf. Sumpf, 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 diesmal durch den Stumpf. Sumpf, 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 Sumpf. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Sumpf, 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 Sumpf. Du füttert alle hier Kunden. Weißt du, dann ist man so im Sumpf und denkt sich so, na gut, ich hätte mir ja vielleicht wenigstens eine Grappling Hook und einen Fallschirm mitnehmen können. Oder sonst irgendetwas. Zum Beispiel, weiß nicht, eine Axt oder so. Wäre ja auch was gewesen. Nö. Nö. Merk mir einfach immer, wo der Affe ist und falls ich sterbe, musst du halt den Affen abholen. Stirb nicht. Habe ich eigentlich nicht vor, aber falls, dann. Ich da bald drauf, wenn ich den Affen abholen. Ach, Quark. Gut. Sieht so Alle aus, als haben würde der einen Petri nicht so Dienst. wollen, wie die neunte Ja, Legion Foxy. möchte. Jo, Foxy ist schnell. Luftangriff. Gut. Gut, 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 gut. Dann komm ich mal an die Oberfläche. Denn die sind ja alle vollkommen narkotisiert. Der Affe macht echt üble Damage, ey. Wie viel steht da? Zahlenwerte? Über 1000. Ah, schön. Er hat auch gar nicht so wenig Leben. Der ist echt nice. Ich hätte es ja nicht geglaubt, aber das sieht Kleiner doch Schatz. erfolgreich aus. Was kommt da im Hintergrund? Oh, es regnet. Der Oberfläche regnet. Regnet's hier nicht? Stimmt, es regnet hier nicht. Wir haben da unten so einen mega coolen Alpha-Bodo-Fax. Den habe ich vorhin schon gesehen. Den wollte ich Prime-Alpha. irgendwie nicht im Dunkeln begegnen. Ja, das stimmt. Ja, er sieht mega cool aus, ey. Ja. Den kann man schön leveln dann damit. Das ist Den so der, Kill. dann so der Plan. Wo ist der Ausgang? Merkt ihr, wo der Eingang ist, ne? Ja, das sowieso. Aber das habe ich eigentlich seit dem letzten Mal dann noch im Kopf. Das hat sich eingebrannt, die Suche. Okay. Der Feuerraptor lebt ja auch noch. Auch noch am Stissel. Und der T-Rex, wir sollten uns den echt holen. Ein Riesen, die Battles ja auch. Oh, voll cool. Oh, ich Der bin ja mal auf so einer T-Rex. Fliege. Achso, doch, dein. Ich hab dir alle meine Darts gegeben, oder? Müssten dann alle im Vogel oder in der Kiste sein. Ich habe alles, was ich hatte, ausgepackt. Oh, hier sind noch 33. Ich hab auch keinen Dings dabei. Ja, mal nachher. Ich flieg das mal rum. Bei dem Badass Raptor, den hätte ich auch gern. Ja, ist halt die Fliegen. Frage, wie viel er bringt. Ne? Ich meine, das ist Feuerraptor. Ich denke so viel wie der Dings, was der Affe. Meinst du, Raptor? Ja, gut. Aber wir könnten ihn mit einem Agentavis rausholen aus der Höhle. Ja, das stimmt. Hier gibt es einen Chocobo. Und Libellen, Riesenlibellen hätte ich auch gern. Wäre so witzig. Einfach nur, weil man es kann. Oh, hier ist ein. Das einer? Oh, das war so dumm. Was machst du?
Überlebung. Nein, 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 nein. Alles cool, glaube ich. Warte mal. Glaube ich. Jo, alles cool. Ich habe Rechtsklick gedrückt und dann hat er mich abgeschmissen und ja, da habe ich nicht mit gerechnet. Oh. Nicht cool, nicht cool. Bei manchen Stellen. Wow. Okay. Ich liege gerade betäubt neben dem Affen. Im Nein, Sumpf. Warum betäubt? Weil da Schlangen waren, vier Schlangen. Aber der Affe ist auf neutral. Er verteidigt mich gegen irgendwas. Das ist schon mal gut. Ich glaube, hier war irgendwie ein Poison Prime Kilo oder so. Oh. Alles brennt um mich rum. Das ist spannend. Er greift schon wieder was an. Ja, er kämpft gegen den Poison Kilo. Müsste eigentlich überleben. Das ist ganz schön gut gelevelt. Ah. Auch am Melee Damage. Ich kriege gerade Straden. Okay. Oh von was denn? Ich vom Dilo, glaube ich. Aber warum ist mein. Ich hab noch halb Leben. Schon relativ viel. Alter. Kriegst du immer noch Schaden? Ja, das ist ein Raptor. Scheiße, nee, ein Dilo. Tot. Was zur Hölle? Wo war denn der Affe? Wo warst du denn? Im Sumpf. Bei ungefähr 68, 34. Also direkt neben dem Festland. 68. Direkt neben dem Festland. Übers Wasser sozusagen vom Festland aus und dann im Sumpf direkt. Auf so einer kleinen, auf so einem. So, da sind keine Bäume gewesen, da war halt gerade auch Land, da war kein Wasser. 60, ja, 34, 33, 34. Genauso in der Mitte von dem Sumpfland sozusagen. Komm her, Vogel, willst du mich verarschen? Jetzt komm hierher! Du Opfer! Alter! Bin ich abgeschmissen, weil ich ins Wasser gekommen bin. Was hast du denn, Grete? Okay. Bei unserer Base höre ich gerade lautes Stampfen. Scheiße. Ich weiß nicht, was es ist. Soll ich weg fast traveln? gleich. Kannst du das mal hinhören? Kannst ja auch schon mal auf den Reiter gehen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß, vielleicht ist es doch der Dodo-Rex. 68, 34. Im Wasser schon oder noch oder im Sumpf, richtig? Also nee, mit im Sumpf. Land. Ja. Im Sumpf und dann so in der Mitte vom Sumpf war das bei mir. Da haben wir doch den Grund, warum die Erde bebt. Ja. Okay. Hallo, ich helfe. Das bebt alles. Wie gefährlich das ja ist, jetzt rüber zu fliegen, so. Da ist der Affe. Ah, das ist der Wichtige. Alles andere ist eigentlich egal. Okay, mein Implantat wäre vielleicht ganz cool, das wegzumachen. Da hebt sich alles. Ah, es leckt auch alles. Der da ist der. Hallo. Jetzt? Was denn? Alter! Im Spiel! Ich hab dein Implantat und alles. Hat der Affe schon genug? Muss mal reingucken, ich weiß es gar nicht genau. Also er hat auf jeden Fall schon ein bisschen was. Soll ich den Dilo jetzt mit auf meine Liste schreiben? Ja, ich schreib ihn auf deine Liste. Channel switched. Ja, wir werden gerade verfolgt. Haha. Wir hatten auch eben gerade diesen Beavis gekillt, aber. Ach, das war Action. Jetzt? Ist genau über uns. Leck. Oh, dann hierhin sollten wir ihn nicht führen. So, jetzt gucke ich mal. Das ist genau unser Gespann: Grün und Rot. Versuchen wir mal zu. Wollen wir doch nicht. Okay, jetzt soll ich mal ein bisschen langsam machen. Und du haust mal ein paar Schüsse drauf. Wenn nicht, dass der dich grabbt, dann ist ja, aus das wäre kacke.
Ach, jetzt wird's dunkel und wir haben hier den roten. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Probier mal mit einer Fackel wegzulaufen. Siehst du? Ja, aber ich glaube, den treffe ich nicht. Das glaube ich auch, da sind keine Zahlen. Ja. Habe ich noch was anderes? Na ja, dann machen wir mal hier Manöver. Ich habe so auf Top Gun geguckt. Oh, cool, wie ruhig ihr dabei bleibt, ey. Ich möchte nicht wissen, was bei den anderen jetzt da abgeht. So. Ich hab den Bogen jetzt mal ausgerüstet. Vielleicht treffe ich damit eher, wenn wir gerade fliegen. Bekommen wir auch keinen. Das hier ist doch der Badass, oder? Ja. Aber Schaden haben wir auf jeden Fall gemacht. Beide Badass, ne? Erkennst du, welcher Tribe das ist? Kannst mal versuchen. Guck mal, jetzt haut er ab. Das ist Beam. Was? Echt? Das ist Beam. Ach, seht ihr, der kann doch nichts. Moment, welch. Ach, hier, guck mal, da kommt. Ich hab bist du das? Aufgebracht. Ja. Du hast. Sag mal, am besten zündest du hier noch einen Heißluftballon oder sowas. Willst du uns noch. Hey, ach, großartig. Ja, lass das, lass. Ist alles gut. Mach das Ziel doch noch kleiner für die. Oh, jetzt hat er mich, oder? Oh, unconscious. Hat er dich? Jo. Also mich hat er jetzt gecrappt. Er wird mich platt machen. Oh, er hat mich. Aha, aber... Und alle Darts. Ich hab die Waffe, darauf kommt's ran. Das war alles okay, ja, bis du den Fallschirm gezündet hast. Jo, ich hab mich verdrückt. Ich wollte einen Bogen raus und dann kam ich auf die Null. Die Null. Böse Null. So, jetzt wo ist der Vogel hin, Junge? Keine Ahnung. Mich hat er auf jeden Fall nett. Frag mich, ob ich ein bisschen Torpor geben konnte. Da ist er. Okay. Heinrich, komm runter. Ach, ist zu weit weg. Dieses. Oder es funktioniert nicht mit diesem Glas. Das Doofe ist, ich kann meine Stimberries nicht essen. Bin ja im Wasser. Meine Kotik essen. Das kann ich genauso wie. Man Bugs jetzt eben mal einschalten sollen, ne? Da haben wir gewonnen. Du schaltest immer dann. Genau. Heute bringst du. Ja, als ob ich es absichtlich machen würde. Also ich habe noch drauf, irgendwie von einem Petri irgendwie genervt wurdet. Ja, den Reiter haben wir abgeschossen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. War da irgendwie so ein nervtötender Petri, der die ganze Zeit irgendwie da so flieg, flieg, flieg. Das war echt lustig eigentlich gewesen, weil der kam an und dann habe ich den mit der Torpor-Pieke eingegeben und in dem Moment ist er auch schon abgestiegen. Also was heißt, war halt narkotisiert. Also der hat null geskillt gehabt. So, und jetzt? Jetzt müssten wir da runter irgendwie. Brauchen wir was zum Fliegen. Archie mit. Ja, das bekommen wir aber irgendwie nicht in der kurzen Zeit. Ah, mit der Shotgun. Keine Ahnung, was die beim letzten Mal hatten, die Typen. Die hat das denn nicht richtig gejuckt gerade. Okay, der hat wahrscheinlich auch schon 20.000 HP, aber... Ich weiß nicht, warum der einmal 2.000 Schaden macht und einmal 0. Also gefühlt. Kopfschuss. Vielleicht habe ich wieder verguckt. Hast du die Fallschirme? Ja, ich bin dabei.
Hier schon mal welche rein. Okay. Da war auch irgendwo ein Glas, glaube ich. Nee. Weißt du noch, wo es gewesen ist? Nope. Aber ich kann schnell welche machen. Nein, wo wir gestorben sind. Ach so, keine Ahnung. Ich glaube, es ist aber relativ zentral unten drunter. Ich glaube, das war bei unserer Base raus. Ja, kann sein. Ich bin da noch weg, ich habe unsere Base gesehen, habe gedacht, nee, die hierhin am besten nicht führen. Wir wurden so oft von der Insel von so einem Drachen angehauen. Da hinten ist wie ein Drache. Ich hätte ihn jetzt gerade mal beamet irgendwie vom Reittier irgendwie ziehen können. Sie wissen ja nicht, dass es in der Straße... Ja, die sterben. Ach ja. Also das Fallschirm, ich glaube, bis ich da unten bin, ist mein Sack auf jeden Fall weg. Ich meine, das ist ja schön, dass man hier so langsam runterfliegt. Da kann man den ja echt gut pfeifen oder so, aber... Kannst du nochmal los? Ja, wie? Wenn ich wüsste, wie man loslässt. Ja, Nochmal falsch ins Space oder Leertaste? Leertaste. Was ich gemacht habe, nichts geholfen. Vielleicht, weil ich dran hing. Doch. Ach so, ja, Leertaste, wenn er aktiv ist. Du kannst die Leertaste, glaube ich, nicht drücken, wenn... Da hätte ich dich runterlassen müssen. Cool. Wenn der pfeift, bewegt sich der Fallschirm irgendwie hin und her. Und es geht schneller. Du weißt natürlich, wo er ist, ne? Nee, im Moment gerade sogar auch nicht, aber ich kann mal gucken. Ja, jetzt weiß ich, wo er ist. Ja, ich bin hier unter die Insel geflogen, um es ein bisschen schwerer zu machen, aber... Wie heißt denn diese eine Pike? Diese, die betäubt, wie heißt die? Was? Unter was finde ich die? Scheiß drauf. Wir sind im Bugs-Video. Ach, in einem anderen werdet ihr auch sein. Ja, ich habe schon zu Bottom vorhin gesagt, also du hast uns ja da aufgenommen, wie wir den grünen Drachen versucht haben, deine Kommentare dazu gemacht. Ich kann mir das vorstellen, was du dann dazu gesagt hast. Wir jagen jetzt eine halbe Stunde so einen Pack grünen Drachen hinterher und wissen gar nicht, dass man ihn nicht tamen kann. Ungefähr so. Hätte da wohl einer im Infovideo besser aufgepasst. Genau. Und dann immer hin und her geschaltet, werden die anderen schon killen. Na, Fisi bubbelt er immer noch am Drachen. Die Grundidee ist ja toll. Eigentlich ist das OP-Vieh, glaube ich, so überhaupt. Aber deswegen ist er ja auch raus. Ja. Ach, da ist er. Max, da ist er. Juhu. Siehst du ihn? Ich sehe ihn. Also gerade habe ich ihn gesehen. Jetzt bin ich gerade woanders. Heimkehr. Komm, Jung. Ich will jetzt auch mal Hallos abziehen. Irgendwo auf den Boden hocken. Eine Freundin hat einen Hasen mit in die Beziehung gebracht. Vor ein paar Jahren. Wenn ich heimkomme, dann folgt er mir. Wenn das hier der Drache, also der Vogel machen würde. Ah, da ist er. Wunderbar. Schöner Vergleich. Ja. Das sind doch alles Tiere. Jetzt, wie komme ich auf den Scheiß... Naja, okay. Gehen dazu. Komme ich auf den lieben Drachen jetzt... Vogel jetzt drauf. Wasser fallen lassen und folgt er dir. Kannst du. Leicht. Na gut, dann folgt er mir. Dann sind da unten wieder die Haie. Das bringt mir ja auch nicht viel, ne? Du meinst, ach so, dann kann ich von unten drauf oder so. Ja. Naja, gut. Dein Wort. Ja,
Da kommt ja schon der Hai. Es gibt ein schnelles Manöver hier. Oh, 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 hat geklappt, hat geklappt. Gute Idee. Jetzt wäre nur die Frage, komme ich an meinen Loot ran? Der Onkel hat keine Flossen oben gebaut, oder? Ja komm, dann, wo bist du denn? Hat einer mal auf die Uhr geguckt? Nee, ne? So. Ja, wann ich gestorben bin, das wäre halt cool. So, ne. Halt, weil die... Bist in der Base? Ja. Ich hab mir gerade Schuhe herzustellen, aber es geht nicht. Ja, komm mal... Also das Loot wäre halt schon geil, da war eine Waffe halt von dem einen Kerl, die über 200 Schaden gemacht hat. Wenn wir damit Rank Darts schießen, dann sind die gleich doppelt so stark. Jo. Komm mal vor die Tür. Ich klopfe dich einfach. Hast du überhaupt dein Implantat gelootet? Weil du bist doch in der Luft gestorben, oder? Nee, der ist mit mir auf die Insel geflogen. Ach so. Also neben drauf und hat mich dann da gekillt. Und deswegen habe ich dann mal Schüsse rein. Ich bin dann schon mal wieder weiter. Viel Erfolg euch noch. Aber die haben jetzt Darts, sie werden jetzt was tamen. Also bis rein. Dann. Channel switched. Hi. Na? Hübscher Vogel, MP. Ja. War nicht leicht. Sieht gut aus. Vor allem hast du dauerhaft einen Kälteeffekt, obwohl er eigentlich Deutier ist. Mhm. Aber es macht keinen Schaden zum Glück. Okay, hängst du dran? Ja. Okay. Ja, wir brauchen neue Blume. Ah, Pflanzen sammeln im Sumpf. Mhm. Hast du schon was Krasses erlebt heute? Gerade Elve, wie man ja im Chat lesen kann, waren wir bei denen in der Base. Ah, okay. Wir waren bei denen in der Base. Wir hätten Spooky und Corny. Ja. Aber zu wenig Sprengstoff dabei. Ah. Ja. Jetzt auf dem Rückweg, paar Blumen mitnehmen und dann wieder zur Base. Siehst du was zwischen den Bäumen? Ich sehe nichts. Jetzt nicht. Da war irgendeiner Abfarm. Irgendeiner. Das war ein fieses Geeier mit der Grappling Hook am Haar an so einem Agi. Hast du den Flügel getroffen oder den Körper? Ich hab deine Brust getroffen. Hm. Also, wo du am Flügel gekommen hast, bist du mehr rumgeflogen. Was gibt's denn? Ich sehe doch nix. So, Eisfrosch haben wir auch noch gesehen, der hat ja auch mega geil ausgesehen. Ja, aber der ist halt nicht. Und voll der riese Badass-Drache ist uns aber nur, haben wir den Petri verloren von ihm. Oh, weggeflammt. Ja, Hit, weg war er. Oh, böse. Konnte nur noch aus der Luft quäppen, um ihn zu retten. Ja, ich habe schon ein paar interessante Tode hier gesehen zwischendurch. Das ist einfach toll zuzugucken, ja. Ja. Vor allem warm auf der Flucht. Ich weiß nicht, wer ein Feueradler hat. Ich bin wieder runter. Siehst du mich noch? Nö. Ja, oder ne? Nö. Feueradler ist mir nur und wollte mich holen. Mein Gott, hat der dich. Movement. Ich seh dich. Nur er konnte mit dem Petri ablenken und konnte ich Reis ausnehmen durch den Wald. Aber keine Ahnung, wer das ist. Ah, der Adler ist krass. Also, Eis hat Angst vor Feuer. Naja, so hoch ist der jetzt auch nicht, ne? Dann sehe ich hier 303. Ne, da hat auch einer so epische Schrottflinke, der hat mich auch ganz schön bearbeitet von dem Ende-Tribe gerade. Oh. Da dachte ich schon, ich verliere, ne? Ah, hier sind schon so krasse Sachen im Umlauf, ja. Ja, Metallbase und Turitze habe ich auch schon gesehen. Ich dachte eigentlich, das geht nicht so weit, aber... Ich bin echt mal gespannt, wie das so weitergeht. So langsam kommen die Leute aus dem Park. Was ist denn das?
Das ist Brutmutter. Impi, die beißt mich, flieg höher. Hey, schönes Bild. Gut. Hast Angst vor Spinne, ist okay. Hat die jetzt. Oh! Impi, die kann springen, was? Was, die kann springen? Hey, immer auf! Nein, aber. Die ist die eklig. Hat die Ase besondere noch Effekte? Oder ist sie ganz normal, die Brutmutter? Nee, ich glaube, die hat besondere Effekte. Guck mal, da beim Krokodil ist doch meistens geblümt. Siehst du was? Hm. Das gibt's nicht mehr. Ja, an jeder Ecke kann dir das Ende lauern, ne? Ja. Denk schon nichts Böses. Und dann kommt schon die interessante Musik. Ja, oder wie Beam in der ersten Folge irgendwie da einfach weggegrillt wurde. Irgendwie, ich hab Knochenbruch. Hör mal auf, kurz. Durch was? Ja, weil ich immer auf dem Boden tappe wegen. Sag doch, dass ich dich rumschlag. Guck mal, das sind Spinnebabys von der wahrscheinlich. Warte, kann ich mal kurz gucken. Nee, eine Pflanze sehe ich nicht. Channel okay, Switch. Die Range vielleicht nicht, aber du hast ja noch ein Schild, ne? Ja. Eine guten Holzschild. Hey, hi. Hi. Ah, du hast unsere Aktion verpasst. Ja, das war so geil. Ja, aber dafür ist sie ja bei euch drauf. Ja, das stimmt. Aber das war so geil, ey. Ey, war übelst geil. Hey, wake up. Ja, wir sind eigentlich wieder auf der gleichen Insel, wo wir das Skorpionbacken hatten. Und dann haben wir erstmal am Strand einen Spieler getötet. Dann sind wir eigentlich so Richtung Richtung Berg hochgegangen vom Skorpion aus. Und wollten eigentlich die Mooslutscher jetzt gerade raiden. Wollten wir mit Granaten schön hin, da rein. Und auf dem Weg dahin sehen wir auf einmal einen Spieler, dann sehen wir einen zweiten Spieler, und dann auf einmal sehen wir einen dritten Spieler, und dann sehen wir einen vierten Spieler, und die waren miteinander am Kämpfen. David und ich haben uns dann im Busch versteckt, haben die dann erstmal machen lassen, ne? Erstmal gewartet, dass die erstmal so ein bisschen Schaden bekommen und alles. Und dann sind die Petris abgehauen, die beiden anderen, die waren noch unten gewesen. David hat beide gebolert und dann haben wir sie beide platt gemacht. Boah, cool. Richtig geil, ey. Richtig coole Aktion. Was die sich wohl gedacht haben, ey. Ja. So, und jetzt gehen wir nochmal hin, jetzt wollen wir die Hütte sprengen. Ich denke mal, das sind die mit dem Petrus gerade waren. Ja. So, warte mal, wie viel Bolas hast du? Ich hab gar keine. Also, drei das jetzt momentan. Okay. Also, fast vegan. 10, 15, 16 für jeden. Alles klar. Sind in das Mifi ganz unten. Hab ich. Okay. Ja, ich hab den, David hat den einen irgendwie erstochen, ich hab den anderen mit der Assault Rifle erschossen. Ja, wir haben zwei davon, das wusste ich gar nicht. Also, David hat eine etwas bessere. Aber ich habe auch gemerkt, der hat in der Metallrüstung halt angehabt, okay, muss ein bisschen draufballern halt, ne? Mhm. Ich habe glaube ich 60 Schuss verballert, aber jetzt haben wir nochmal jeweils 120 Schuss für jeden gemacht. Okay, die Bolas muss ich jetzt erstmal auf die Leiste bringen. Und ich brauche noch was zu essen. Haben wir noch irgendwo gebratenes Fleisch? Nein. Oder? Okay. Normales Fleisch. Dann mache ich mal eben schnell Lagerfeuer. In den einen Schrank sind noch Bären drin, also falls du Bären möchtest. Nee, ich will lieber Fleisch wegen Leben hochpushen, wenn was ist. Ja, stimmt schon. Da brauche ich noch eine Mantis, Fiber, ein paar Steine und Flint. Hoffe, da ist noch ein Flint im anderen. Oh, ich guck mal mit der K-Sicht nach draußen, nicht dass die irgendwo draußen schon lauern, weißt du? Ja. Ja, können sie ja. Mein Gott, das sind Petris. Die Bolan war da halten, dann machen wir sie so platt. Ja. Also, wie es aussieht, ist die Luft rein. Weil die können auch einen Haufen Metall haben, ne? Vielleicht sogar schon geschmolzen ist. Das ist eine richtig geile Session heute. Ich habe so viele schöne Bilder bis jetzt. Er ist der Hammer. Was? Na, 13 habe ich jetzt das Recht zu, oder? Noch ein Werner noch. Genau, die Bola muss ich noch hier auf die Dings packen. Okay, alles klar. Der letzte macht wieder die Tür zu. Du bist andere Seite raus, wa? Ja. So viel zu der letzte macht die Tür zu. Ja, so gesehen waren wir beide der letzte. Oh Mann.
Und jetzt gibt's Attacke oder was? Jetzt gibt's ja. Action. Entweder kriegen wir jetzt voll aufs Maul oder. Oder nicht. Aber wie gesagt, hier müssen auf jeden Fall noch zwei Spieler sein mit zwei Petris. Und wahrscheinlich sind das die aus der Base. Ja. Weil wir haben den einen am Strand, den haben wir getötet. Das war einer von Mooslutscher gewesen. Und das ist auch die Base von Mooslutscher. Also glaube ich, dass die das sind. Lass uns weiter rechts hier hoch. Ne? Ich gehe lieber weiter in der Mitte. Nee, ich würde zu den einen Petri. Ich würde gucken, ob der noch liegt. Wenn er noch liegt, ja, dann kann ich. Nee, der liegt nicht mehr. Schade. Weil dann hätte ich gesagt, dass ich den vielleicht nochmal haue, dass er noch ein ganz Schuss bleibt, weißt du? Bin wieder in meinem Busch. Bin direkt vor der Base im Busch und guck mich hier mal eben um. Kannst du in der Base reingucken? Wenn der Petri wieder auf dem Dach steht, ne? Dann. Nee, der steht vor der Hütte. Vor der Hütte? Ja. Also einen Petri habe ich jetzt gesehen. Den Kopf. Lass mal ein paar Sekunden warten.